Ja, hallo zu einem neuen Screencast. So sieht Tupi nach dem Programmstart aus. Hier gibt's kleine Tipps, allzu viel sind das noch gar nicht. Das schließen wir uns mal und wir legen einfach ein neues Projekt an. Wir gehen also hier auf das neue Projekt-Icon. Es öffnet sich ein kleines Fenster, wo wir dem Projekt einen Namen geben können, wer daran arbeitet, die Hintergrundfarbe bestimmen können, die Abmessung und die Frames per Second. Wir lassen das alles mal so, wie es ist. Und dann bekommen wir hier ein neues Projekt angelegt. Und wie ich im Blogpost zu diesem Screencast bereits geschrieben habe, kann man SVG als Bilddateien in Tupi importieren. Dafür wechseln wir einfach mal auf die interne Tupi-Bibliothek, die befindet sich hier. Wie wir sehen können, ist die im Moment noch leer. Wir können außer SVG noch andere Bilder importieren, aber wir wechseln hier mal auf SVG und sobald ich das bestätige, öffnet sich der Import-Dialog. Ich habe mir hier ein kleines SVG vorbereitet, einen kleinen Stern und den möchte ich mal drehen lassen. Ich schließe einfach die Bibliothek, damit ich hier mehr Platz habe. Dann finden wir hier die verschiedenen Werkzeuge von Tupi noch. Hier finden wir einen Player, den wir nachher zur Voransicht benutzen. Die Hilfe ist relativ reichhaltig, also man kann hier wirklich alles finden, was man braucht, allerdings noch in Englisch. Und hier findet man unter Neuigkeiten alles, was Tupi so twittert und ins Portal schreibt. Aber zurück zu unserer Animation. Ich habe geschrieben, Animationen kann man relativ schnell machen und zwar über Tweening. Dafür finden wir hier die Tweening-Werkzeuge. Wir finden hier verschiedene, wie den Positionstween, Rotationstween. Wir können skalieren, dann scheren und die Deckkraft verändern. Wir wollen das hier mal anhand einer Rotation machen. Es öffnet sich dann hier das Tweening-Fenster. Wir geben dem Tweening einen Namen. Ich nehme hier mal Drehung. Dann fügen wir das hinzu. Wir wählen unseren Stern als Objekt und wechseln auf die Einstellung. Da wir hier 24 Frames per Second haben und ich sag mal, unsere Drehung soll 2 Sekunden gehen, gebe ich hier den Ending Frame als 48 an. Starten tut er bei 1. Wir wollen, dass er sich fortgesetzt dreht. Und hier können wir wählen, ob im Uhrzeiger oder entgegengesetzt. Wir können hier die Geschwindigkeit bestimmen. Ich sag mal 9. Und dann speichern wir den Tween. Wir sehen, hier werden automatisch alle Frames angelegt. Es sind jetzt 48. Wir wechseln mal schnell auf den Player. Lassen uns das rendern, das geht ruckzuck und dann können wir uns das auch schon angucken. Immer wenn das hier so zittert, dann sind die 2 Sekunden vorüber. Das war auch schon alles. Wir können auch hier den Mittelpunkt versetzen. Speichern das nochmal schnell und rendern das nochmal. Dann sehen wir, die Rotation bewegt sich anders. Genauso einfach gehen die anderen Tweens. Beim Positionstween wird eine Gerade angezeigt, ähnlich wie in Inkscape. Die hat 2 Anfasser, mit denen man einen Bogen daraus machen kann. Und dann bewegt sich der Stern entlang des Bogens. Und das ist schon alles. Man sieht, man kann relativ einfach mit diesem Werkzeug kleine schicke Animationen erzeugen. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.